Willkommen bei OpenSUSE Screencast. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Drucker unter OpenSUSE einrichtet und installiert. Normalerweise geht man wie folgt vor. Man benutzt den GIMPrint Drucker Treiber, beziehungsweise auch Gutenprint genannt. Zuerst kann man sich vergewissern, dass der Treiber funktioniert. Dazu geht man auf diese Seite. Hier sind alle Modelle aufgelistet, die mit dem Treiber offiziell funktionieren oder auch noch nicht ganz, die noch experimentell sind. Da könnten wir jetzt hier durchsuchen und gucken, ob unser Drucker dabei steht. Aber es geht wesentlich schneller, wenn wir die Suchenfunktion von Firefox oder unserem anderen Standardbrowser benutzen. Dazu gehen wir jetzt auf die Tastenkombination, die wir dafür haben. F3 bei Firefox ist auch unter Linux eigentlich Standard. Und geben dann unseren Druckernamen dort ein. Und wir sehen, wenn wir hier den IP 4500 haben, dann finden wir den hier auch, gelistet als funktionsbereit, also ist nicht experimentell. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnten wir jetzt den Open Source Treiber hier benutzen. Zum anderen können wir aber auch einen proprietären Treiber benutzen. Und den müssten wir uns auf der Seite des Herstellers suchen. Ausnahme ist hier wieder mal HP. HP stellt die Druckertreiber auch in Open Source zur Verfügung und die sind standardmäßig schon installiert unter OpenSUSE. Nennt sich das HP Treiberpaket. Wir können jetzt zum Beispiel hier die Seite von Canon öffnen, um einen proprietären Treiber zu suchen. Der Vorteil ist eigentlich, dass die Drucker eigentlich immer unterstützt werden, aber halt der nicht Open Source ist. Die Lieblingshersteller von meinen Druckern sind HP und Epson. Warum Epson? HP habe ich gerade erklärt und Epson ist ungefähr dasselbe. Epson lässt die Treiber von einer unabhängigen Firma, also mehr oder weniger unabhängig, entwickeln und stellt die als Open Source Linux Treiber auch zur Verfügung. Das ist sehr praktisch. Zum Beispiel machen wir jetzt mal mit meinem zweiten Drucker hier, suchen wir mal einen Treiber dafür. Gehen auf der Epson-Seite, wählen wir dann Linux. Dann gehen wir auf Treiber. Gehen auf Treiber nochmal. Müssen wir nochmal das auswählen, was wir haben. So. Sehen wir hier direkt die Seite von Avasys, die stellen die Linux-Treiber her. Ich muss sagen, das sind eine der besten Treiber, die mir hier untergekommen sind. Volle Funktionen, alles funktioniert eigentlich damit. Also ich will jetzt nicht zu viel hier Werbung machen oder so, aber ist nicht schlecht. Dann ist ja auch die Linux-Standard-Base. Das ist eigentlich eine gute Entwicklungsmöglichkeit dafür. Das heißt, es sollte eigentlich unter jedem Linux funktionieren, dass die LSB unterstützt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Drucker, beispielsweise, und finden dann hier die Download-Links auch als RPM gepackt. So, dann kann man hier auch Scanner, das funktioniert auch, der Scanner-Treiber, ist ja nicht immer so, aber hier funktioniert er. Nur die Canon-Seite will heute anscheinend nicht. Soll uns aber nicht weiter stören. Wir benutzen jetzt für unseren Test sowohl den Open Source Treiber von Gutenprint als auch den proprietären von Canon, den habe ich bereits runtergeladen, um das mal auszuprobieren, welcher uns da besser gefällt. Jetzt wählen wir Yast Hardware erstmal und Drucker. Jetzt wollen wir den Drucker einrichten. Das heißt, gehen auf Hinzufügen. Und warten, bis der Drucker erkannt wurde von unserem System. Wie wir sehen, wurde jetzt der Gutenprint und CUPS-Treiber, oder CUPS-Treiber erkannt. Wir können einen auswählen und als Standard festlegen. A4 und OK. Jetzt dauert es eine Weile, bis der Drucker eingerichtet wurde. So, der Drucker wurde jetzt eingerichtet. Jetzt haben wir schon mal den mit dem Open Source Treiber. Gehen auf OK.
Und jetzt müssen wir nur noch den proprietären Treiber installieren. Ich habe die Dateien bereits mal runtergeladen. Die heißen hier CNIJ-Filter. Und jetzt installieren wir diese Dateien. Gehen auf Installieren. Warten, bis der Dienst gestartet wird. Das dauert ein bisschen länger. So, jetzt haben wir die Dateien installiert. Jetzt können wir wieder durch das Druckermenü. Hier können wir jetzt den Drucker einrichten mit den proprietären Treibern. Dazu gehen wir wieder auf Hinzufügen, warten, bis die Druckererkennung durchgelaufen ist und warten dann auch noch, bis die Druckertreiber abgerufen wurden. So, jetzt sehen wir schon hier Canon IP 4500 Series. Das ist der proprietäre, der war eben noch nicht da. Wählen wieder A4 als Standardformat. Und können den jetzt auch noch als Standard festlegen, was wir jetzt mal nicht machen. Ja, damit hätten wir es eigentlich geschafft. Hier ist die HP-Installation übrigens, die Leute, die einen HP-Drucker haben. Das ist eine gesonderte Installationsroutine, weil halt, wie gesagt, der Treiber schon inklusive in OpenSUSE ist. Jetzt können wir es bestätigen mit OK. Dann wird der Treiber gespeichert. Dann machen wir das jetzt auch mal. Die Einrichtung des Druckers dauert wieder ein paar Sekunden. So, Drucker ist eingerichtet. Das bestätigen wir wieder mal mit OK. Und können das Ganze jetzt testen, indem wir zum Beispiel LibreOffice öffnen. Oder ein anderes Programm. Wir öffnen jetzt aber einfach mal LibreOffice. Wir wählen Textdokument. Um halt einfach jetzt den Drucker zu kurz zu testen, geben irgendwas ein. Zum Beispiel mal Hallo. Hallo, das ist ein Test. Okay. Jetzt öffnen wir das Druckprotokoll. Steuerung P. Können jetzt unter Allgemein, können wir jetzt den Drucker aussuchen. Der erste hier und der zweite. Der erste ist der Open Source Treiber von Gimprint. Der zweite ist der proprietäre von Canon. Wir drucken jetzt einfach mal beide, aber wir können auch unser erstes Formular angucken, sehen wir hier, dass wenn wir das Formular hier offen haben, hier einige Einstellungen im Open Source Treiber drin sind. Wir können auch hier sehr viele Einstellungen einnehmen, können aber auch beim Standard lassen. Und wenn wir uns jetzt den Proprietären angucken, dann sehen wir, dass hier wesentlich weniger Optionen zur Verfügung stehen. Papier können wir zwar auch einstellen, aber andere Feinjustierungen sind nicht möglich. Hier sieht man da den Vorteil von dem Open Source Treiber. Jetzt drucken wir einfach mal beide. Ihr könnt jetzt zwar nicht sehen, wie das hier rauskommt. Aber ich kann euch sagen, sobald das abgeschlossen ist, dass beide gleich gut sind. Also, es sind kaum Unterschiede erkennbar. Also eigentlich überhaupt gar keine, auch bei Bildern nicht. Bei Text ist es eher schwer, da einen Unterschied zu finden. Aber, das ist auch eigentlich eher unwichtig, weil die Druckqualität ja eher vom Drucker abhängt. Der Treiber ist zwar auch wichtig, aber nicht unbedingt. So, das war's mit OpenSUSE Screencast. Bis zum nächsten Mal.